die Blume jetzt drin oder was? Felix? Wir drehen schon und sie ist drin. Ja, dann die dritte Folge. Ja, ich habe doch hier diese lange Mail, über die ich mich wirklich, wirklich gefreut habe, weil diese junge Dame nicht nur super Fragen stellt, sondern auch sehr viel erklärt von sich, das ich sehr gut nutzen konnte, um Orgasmus zu erklären, wie man sich so zum Höhepunkt bringt in dem Blog vor 2 Wochen und noch davor, vor 4 Wochen, über Selbstbefriedigung etwas zu sagen. Da ist wirklich viel drin hier. Und jetzt kommt nämlich der letzte Haken hier, weil diese junge Dame übt ja jetzt Selbstbefriedigung und übt, zum Orgasmus zu kommen. Und dann schreibt sie jetzt, die letzten 2 Mal ist mir eher ein Malheur passiert. Wo sie sich auf keinen Fall wünscht, dass sich das vor ihrem Freund wiederholt. Nämlich, ich weiß nicht warum, aber ich konnte meinen Blaseninhalt nicht mehr halten. Tja, und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese Frau ejakuliert hat. Genau. Was ist das? Weibliche Ejakulation. Frauen können nämlich quasi abspritzen, genau wie Männer. Du wusstest das, ja? Ich wusste das, ja. Kennst du das? Würde ich mal eigentlich ehrlich gesagt gerne fragen. Ein einziges Mal. Ja, genau, das machen nicht so viele, ne? Genau. Und die fand das auch peinlich. Ja, genau. Und ich war irritiert, weil da kannte ich es noch nicht. Da kannst du es auch noch nicht. Genau. Ja. Aber ganz kurz. Hatte die nicht gesagt, dass sie keinen Orgasmus bekommt? Kriegt man nicht, ejakuliert sie denn nicht nur, wenn sie einen Orgasmus Super. Bekommt? Super! Danke, das Strike. Das ist die Bingo-Frage. Hier, diese Frage lässt sich in diesem Buch, mit diesem Buch beantworten. Die heißt ja weibliche Ejakulation und der G-Punkt. Das blendet Felix bestimmt gleich ein, so ordentlich. Die haben wir auch schon mal vorgestellt. Da wird es ganz toll und super beschrieben, was ist weibliche Ejakulation und die Geschichte und so. Das ist ganz toll, weil es gibt andere Völker, Länder, die das super beschreiben und zeigen an tollen Bildern, die wir auch damals eingeblendet haben. Es kommt bestimmt ein Link von Felix, damit ihr dahin könnt. Und da steht hier Teil 2, die weibliche Quelle erschließen, Punkt 4, ohne Orgasmus ejakulieren. Okay. Ja, und mit Orgasmus ejakulieren. Also es geht beides. Das eine ist nicht von dem anderen abhängig. Und zwar, wenn ich so richtig einsteigen, direkt auf die Ejakulation einsteigen darf, das ist Prostataflüssigkeit, was da rauskommt. Die Prostata, das ist dieses berühmte Teil, G-Punkt, Prostata, zip bei der Frau rein. Da so ein Drüsengewebe um die Harnröhre rum. Und das ist ja auch gerade der Trick. Diese Bläschen oder so, die füllen sich bei Erregung, die Prostata schwillt an und drückt auch auf die Harnröhre. Und deswegen denken viele Frauen, oh, ich muss pinkeln, oh, und halten zurück. Oder sie denken dann, wenn was rauskommt, dass es Harn ist. Es fühlt sich auch so an, sehr ähnlich. Aber es ist, wie man mit wissenschaftlichen Untersuchungen feststellen konnte, Prostataflüssigkeit. Tja. Kann man nur hoffen, dass ihr Freund das mag, weil ich glaube, das mögen viele Männer. Ja, genau, aber ich glaube, dass jetzt weiß er ja noch nicht, weil sie sagt, sie möchte es nicht, dass es vor ihrem Freund passiert. Ach so. Und die Angst, dass ihr das mit ihrem Freund passieren könnte, ist so groß, dass sie jetzt auch dadurch gehemmt ist. Da ist es natürlich toll, wenn er jetzt diesen Blog guckt und die beiden darüber reden können, was es ist. Weil ich meine, das ist bestimmt auch ein junger Mann und er kennt es vielleicht genau wie du nicht. Genau. Mir fällt gerade ein aus dem einen Buch, von dem wir öfter was vorstellen, Bonk. Felix muss husten. Da war so eine tolle Geschichte drin, dass Männer früher, jetzt hat es sich übertragen, Männer früher verurteilt worden sind, teils der Vergewaltigung, weil Prostataflüssigkeit in der Vagina der Frau gefunden wurde von dem und dem Mann. Was natürlich jetzt, wie man heutzutage weiß, gar nicht vielleicht unbedingt der Fall war. Weil es könnte ihre eigene Prostataflüssigkeit sein. Tja, das kann dann passieren, wenn man sowas nicht weiß. Dann habe ich, glaube ich, alles erwähnt aus dieser Mail. Ich würde einfach
finden. Also es ist toll, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, und es ist toll, wenn man anfängt, mit der Prostata zu spielen, weil es echt die Sexualität verbessert. Man fängt an, viel mehr zu spüren innen drin, und vielleicht kann man plötzlich ejakulieren. Und das bringt dann Spaß für beide, wenn man weiß, was es ist. Tja, bis zum nächsten Mal. Ich habe das dicke Ende vergessen. Da war ein PS. Es hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen, ob die männliche Figur sowohl Penis als auch Schwanz hat. Oha. Was ist das, was er da am Hintern hat? Naja, das blendest du ja jetzt wieder ein, aber sie meint die Figuren, die über den Schirm laufen, ne? Ach so. Genau. Und genau. Also, es sind ja 3000 Figuren oder sowas auf so einer Felsenwand. Man sieht auch was darüber auf meiner Webseite. Und neben diesem Paar, was wir da haben, da steht ein Priester mit einer Riesenerektion. Und Wissenschaftler meinen, dass das, was er unserer Figur vorne hat, der Penis ist, und was er nach hinten hat, ist irgendeine Waffe. Und so sind die Figuren gezeichnet. Also Penis und Schwanz, oder wie hat sie gefragt? Also Penis und Waffe. Bis zum nächsten Mal.